Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Freitag, den 6.9.2024. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich lege in dieser Woche nur mit Tarotkarten und ich finde es spannend, weil es auch mal wieder ein ganz anderes Bild gibt. Und ich weiß noch nicht, ob ich zwei Tarotkartendecks nehme oder drei. Das hier ist auf jeden Fall von Verena Klindert. Das Tarotkartendeck für Anfänger, ihr Lieben. Und da sind schon einige rausgefallen, und zwar einmal den Eremit, den sehen wir, und wir sehen die Kraft. Aber was dazwischen ist, das sehen wir nicht. Und das ist das, was du in dieser Woche auch nicht siehst oder an diesem Tag, an diesem Freitag. Das ist einmal der Gehängte und die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe ist die gute Ausgangsposition und der Gehängte ist im Grunde nur die neue Sichtweise. So, und jetzt könnte es sein, das ist das, was du gesehen hast. Der Eremit ist der Rückzug. Dass du gesagt hast, boah, ich muss mich zurückziehen, ich muss in meine Kraft mal wiederkommen. Das ist das Erste, was mir reinkommt. Jetzt ist es aber so, dass wir das ja dann sehen. Wir sehen, dass der Gehängte in dem Rückzug eine Erleuchtung hat. Der Gehängte steht immer für Erleuchtung, für sich mal in den anderen versetzen oder eben wirklich. Ich sage ja immer, der Berg ist so groß, wie ihn du ihn machst. Vielleicht wird der Berg hier etwa kleiner gemacht, dass man sagt, okay, er muss ja gar nicht so groß sein. Und dann gibt es hier einen Sichtwechsel, der erkennen lässt, dass man doch im Grunde eine gute Ausgangsposition hat und sowieso schon in seiner Kraft ist. Und das ist etwas, was du aber noch nicht siehst. Du siehst hier nur den Rückzug und die Kraft. Ich will dir ganz deutlich sagen, dass du erschöpft bist, dass du sagst, ich muss jetzt einfach mal raus, ich muss jetzt mal einen Rückzug antreten, ich muss mal für mich sein. Und das Ergebnis liegt hier. Das Ergebnis ist, dass du erkennst, dass du doch im Grunde eine wirklich gute Ausgangsposition schon hast, dass du daran gar nichts mehr machen musst. Und dass du eventuell durch den Sichtwechsel nur das jetzt erkennst. Und das macht dich kraftvoll. Wir schauen mal rein. Wir haben den Ritter der Kelche und die Sechs der Kelche. Diese Sechs der Kelche, da purzelt es. Es purzelt und purzelt. Die Sechs der Kelche ist die Karte, dass man in eine ungewisse Zukunft geht. Diese Ritter der Kelche, nein, ich soll weitermachen, ich soll nicht so viel reden schon. Die Königin der Kelche, die Acht der Münzen, die Sieben der Kelche. Wir haben die mit den Zehn der Schwertern ist er herbeigeführt, tot. Wir haben hier die drei Münzen und den Stern und wir haben die Zehn der Münzen, ihr Lieben. Das ist ein Kartendeck, das hier von Auf- und Abspricht. In jedem Fall, und das möchte ich, das ist ja jetzt wieder ein Ding. Ihr wisst, ich arbeite mit Visionen. Schaut euch das mal an. Das hier ist nach oben gerichtet und es stürzt alles zusammen, bis auf diesen einen Kelch, den man in der Hand hält. Hier ist es so, mit den Acht der Kelchen ist die Arbeitskarte, dass hier alles runterpurzelt, bis auf den einen Kelch, den man oben aufrecht hält. Hier ist nur ein Kelch und hier ist nur ein Kelch. Hier geht es um diesen einen Kelch. Es geht darum, dass die anderen Kelche, die anderen Gefühle, Kelche stehen für die Gefühle. Vielleicht bist du ein Portfolio an Gefühlen und du bist jemand, der auch direkt mit den Gefühlen eben reinsteigt. Und jetzt stürzt aber hier gefühlsmäßig wirklich alles zusammen. Dass du sagst, du kannst das nicht mehr, du willst das auch so nicht mehr, du willst auch nicht die Gefühle der anderen immer wieder fühlen. Und dann besinnst du dich auf diesen einen Ursprungskelch, auf den Kelch, den du mal hier in der Hand hattest, der dich ausmacht, dieses eine Gefühl. Und du lässt, hier stürzt alles zusammen, von oben nach unten. Aber hier lässt du dir den einen Kelch stehen und du sagst, okay, der Rest darf gehen. Und dann ist der Ritter der Kelche und die Königin der Kelche genau dieses Paar, die hier zusammenkommen. Einer von beiden zieht sich hier zurück, weil ihm alles zu viel ist, weil hier alles auch zusammenstürzt. Hier könnte auch der Turm liegen, ihr Lieben.
Aber wenn der Turm hier liegen würde, würden wir nicht diese wundervolle Hand sehen mit dem Kelch, der darauf steht. Und der steht fest. Hier oben drüber stürzt alles zusammen. Aber dieser Kelch steht fest. Und wir haben mit den sieben der Kelchen. Wie soll ich das jetzt erklären? Diese Kelche hier, die purzeln in die sieben der Kelche. Und sie sortieren sich einer nach dem anderen, kommt geordnet von hier oben nach unten im Herzen an. Es ist so, wir sind hier in der Wahrnehmung. Das, was ich eben sagte, ist deine Wahrnehmung. In deinem Herzen allerdings spürst du, dass alle Gefühle, die hier runterpurzeln, die auch gehen dürfen, sich jetzt ordnen. Und hier habe ich ganz deutlich das Gefühl, wenn du etwas losgelassen hast, dann kommt es von ganz alleine zu dir. Das ist so oft und so viele Menschen sagen das und bestätigen mir das. Es gibt ein Lied, wer singt das? Ich meine, der Johannes Oerding. Auf dem Kle Spruch auf dem Kneipenklo, lass los, was du liebst, dann kommt es zu dir zurück. Und genau das fühle ich, wenn ich das hier sehe. Wenn ich das hier fühle. Sobald es sich aufgelöst hat, du losgelassen hast, wo du sagst, hier stürzt alles zusammen und hier sagst du, es darf jetzt gehen. Ich behalte diesen einen Kelch, das ist der, den ich in der Hand habe und es darf gehen. Und somit sortieren sich hier alle Kelche aufeinander in deinem Herzen. Und wir haben hier die sechste Kelche und wir haben hier diesen einen Kelch, den du gelassen hast, das ist dein Ursprungskelch und der gehört hier, das ist der, der hier unten thront und die sechs der Kelche, die haben sich dann hier aufgetunnelt und somit sind wir hier in deinem Herzen bei den sieben der Kelchen. Und es wird hier geführt und geschützt von der geistigen Welt. Der Stern ist die höchste Schutzkarte und er liegt in deinem Unterbewusstsein und er strahlt hier wirklich in das ganze Deck rein. Es ist wirklich schön. Die Acht der Münzen ist die Arbeiterkarte und die Drei der Münzen ist die Lernaufgabe. Das heißt, dass das, woran dieser Ritter der Kelche oder eben die Königin der Kelche hier im Rückzug gearbeitet haben, ist verstanden worden. Es ist verstanden worden, dass hier erstmal etwas losgelassen werden muss. Das ist der herbeigeführte Tod. Und dann kommt hier nicht nur neun Münzen, sondern zehn Münzen. Ist die höchste Füllekarte, was das Materielle angeht. Ist die Wunscherfüllung schlechthin. Ich will aber nochmal hier drauf zurückkommen. Das ist nötig, dieser Rückzug. Auch wenn du jetzt erstmal nur siehst, dass du dich zurückziehen musst. Du siehst diese Erleuchtung noch gar nicht, aber sie kommt und ich will die Karten jetzt wirklich auch so hinlegen, weil sie der Ursprung sind. Im Grunde, deine Kraft hast du schon und du erkennst, dass du die jetzt schon hast. Du brauchst gar nichts zu tun, du musst nur loslassen. So, ich nehme heute nur zwei Kartendecks. Ich finde, das reicht von den Tarotkarten. Ja, der hängt wieder. Aber es ist traumhaft. Ich finde es ganz toll, dass ich wirklich diese Karten hier jetzt nehmen darf und dass man mir die Idee auch geschickt hat. Auf den Ritter der Kelche kommt der Wagen. Dieser Ritter der Kelche, dieser hochempathische Mensch kommt jetzt unterwegs. Acht der Münzen ist der König der Kelche. Drei der Münzen ist das Rad des Schicksals. Ich habe gesagt, dass hier dieser Ritter der Kelche daran gearbeitet hat, um dann festzustellen, dass man eine gute Ausgangsposition hat, dass man gelernt hat. Und hier ist es jetzt so, dass dieser Ritter der Kelche jetzt, nachdem er sich bewegt hat, der König der Kelche wurde und das Rad des Schicksals angefangen hat, sich zu drehen. Auf den sechs der Kelchen haben wir die fünf
Ganz viele Kelchkarten. Auf den 7 der Kelche der König der Schwerter und auf dem Stern die Königin der Münzen. Auf der Königin der Kelche ist der Page der Schwerter. 10 der Schwerter ist der Eremit und die 10 der Münzen ist die schnelle Kommunikation. Die Sonne. Die Sonne. Es ist eine hohe Arkana-Karte. Es ist nicht die höchste. Es ist eine hohe Arkana-Karte. Was ich hier aber deutlich sehe, ist dieser König der Kelche, dass er auf den König der Schwerter schaut. Dass er darauf schaut, dass von ihm jetzt hier diese unfassbare Kelchenergie, diese Verliebtheit, die 7 der Kelche ist die Verliebtheit, ist die Illusion, ist aber auch die unfassbar vielen Möglichkeiten an Gefühlen, die hier noch nicht zu sehen sind. Hier stürzt erst alles zusammen. Und wie passend ist das, dass diese beiden Karten aufeinander fallen? Und er dreht sich jetzt rum und er sieht diese beiden Kelche. Und der König der Schwerter bekommt ein Stück ab von dem König der Kelche. Diese Schwertkarten sind, ich will fast sagen, ist der kühle, der kalte König. In Verbindung mit dem König der Kelche aber, und ich habe das Gefühl, er hat den voll im Blick, voll. In der Vergangenheit schon, ihr Lieben. Und er hat daran gearbeitet und er gibt ihm jetzt ein Stück ab, ein Stück seiner Gefühle. Und sein Schwert wird senken, also lässt er runter. Und wir haben hier mit dem Stern und der Königin der Münzen. Und der Stern ist, die Königin der Münzen ist der Stern für diesen König der Schwerter und den König der Kelche. Das fühle ich hier wirklich ganz deutlich. Und wir haben hier die 10 der Schwerter, das ist der herbeigeführte Tod und der Eremit, der schaut hier auf die Königin der Münzen. Muss sie sterben? Muss sie sterben, damit er seine Gefühle leben kann? Ist es vielleicht eine dritte Person, die hier an der Münzenergie festhält und wirklich nur das Materielle, oh, wenn ich jetzt mich trenne, dann kriege ich kein Erbe mehr. Das habe ich immer wieder, dass eine Mutter den Sohn hier ganz fest im Griff hat. Ich habe hier aber auch wirklich die Ex-Ehefrau, die schon lange, diese Verbindung ist schon lange, wirklich nur noch auf dem Papier, die aber sagt, wenn du gehst, dann blutest du aus, du zahlst für mich. Das ist auch etwas, was ich hier fühle und ich höre es auch. Mit dem Pagen der Schwerter und der Königin der Kelche haben wir hier wirklich den Schwertpagen, den König, der zum Pagen wird, der wieder zum Kind wird, der sagt, ich möchte lernen von der Königin der Kelche, wie man mit den Gefühlen umgeht. Und dann kommt hier mit den 10 der Münzen das schnell zusammen, ganz schnelle Kommunikation und es geht in die Fülle. Und hier haben wir zwar die Münzkarte als die Füllekarte, weil wir haben hier oben unfassbar viele Kelche. Hier geht es vorrangig ums Gefühl, ihr Lieben, was in die Sonnenenergie kommt und auch möchte. Ich denke, zwei Lagen reichen vollkommen aus. Ich würde mich freuen, wenn euch gefällt, wie ich die Karten lege und lese, dann schickt mir doch ein Like. Schenkt mir bitte ein Like und abonniert mich. Das würde mich freuen. Und klickt auf das Glöckchen, damit wir uns gegenseitig nicht verpassen, weil dann bekommst du eine Information von Google, wenn ich etwas hochgeladen habe. Ihr Lieben, habt einen ganz zauberhaften Freitag. Geht gechillt ins Wochenende. Macht's gut. Ciao.